Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zelda The Wind Waker HD. Jetzt hätte ich mich beinahe schon gleich direkt am Anfang verhaspelt. Kann ja mal vorkommen. So, in der letzten Folge haben wir gesehen, wie ein Mädchen, das offensichtlich zu der Piratenmannschaft gehört, von einem riesengroßen Vogel entführt wurde, in den Wald gestürzt ist, der da irgendwo da oben ist, da. Wir wollen dem Mädchen natürlich helfen, haben aber kein Schwert und deswegen gucken wir jetzt mal, ob Vater Orca uns da ein bisschen weiter helfen kann. Ja, und dann schauen wir mal, was wir tun können. So, da ist der gute Vater Orca. Dann sprechen wir ihn nochmal an. Huch, das wollte ich nicht. Oh, Link, was hast du? Du bist ja so blass. Ist etwas geschehen? Allerdings. Was auch immer es ist, der besorgte Ausdruck in deinem Gesicht lässt nichts Gutes vermuten. Na, wie sieht's aus, Link? Interessiert dich die wahre Kunst des Schwertkampfs zu erlernen? Na und ob, ne? Okay, Mann. Los geht's. Mal gucken, ob ich das noch kann. Schön, als erstes üben wir den Horizontalhieb. Drücke B und greif mich an. Okay, das sollte ich hinkriegen. Greif mich so lange an, bis ich sage, dass es reicht. Ach ja, ist ja gut. Der blockt alles ab, ja? Gut, als nächstes den Vertikalhieb. Drücke ZL, um mich als Ziel zu erfassen und drücke danach B. Das sollte ich auch hinkriegen. Nur keine Scheu, gib alles, was du hast. Na, gerne doch, denn lass dich doch mal richtig ab, du. Sehr schön, und jetzt der Ausfall. Drücke ZL, um mich als Ziel zu erfassen. Bewege L zu mir, also den linken Analogstick. Und drücke B, gib alles, was du hast. Gut, ich will einen Ausfall nach dem anderen sehen. Der ist richtig geil drauf, Prügel zu kriegen, kann das sein? Ach, ich hab nicht in die Richtung gelenkt. Das, ja. Als nächstes die Wirbelattacke. Halte B für eine Weile gedrückt, sammel deine Kräfte und lass los. Okay, du kannst alternativ auch mit Hilfe von linker Stick Kreisbewegung aufführen und danach B drücken. Okay, ich mach's aber eigentlich lieber mit. So. Sehr gut. Mehr davon, mehr davon. Nächste Übung ist etwas schwieriger. Kommen wir nun zur Spezialattacke. Erfasse deinen Gegner mit Hilfe von ZL als Ziel und drücke A, sobald A erscheint. Ja, okay. Na komm mal, Opa. Du meinst das? Ausgezeichnet. Erfasse mich noch einmal mit Hilfe von ZL als Ziel und schlage zu, wenn A erscheint. Kein Problem. So gut. Wunderbar. Und nun zu guter Letzt noch den Sprungangriff. Ziehe dein Schwert, visiere mich mit der Zielerfassung an und drücke A. Okay. Kein Problem. Ich will noch einen sehen. Bitteschön, immer auf die Glocke. Das war's. Wie er sich freut. Das war schon sehr gut, Junge. Ich spüre eine unruhige Hast in deiner Schwertführung. Weit stärker als nur der bloße Ehrgeiz, es beherrschen zu wollen. Ich weiß zwar nicht, was sich zugetragen hat, aber ich habe das Gefühl, dass du das Schwert nicht für unlautere Zwecke verwenden wirst. Niemals. Link, nimm es an dich und führe es gut. Du hast das Heroenschwert empfangen. Schwinge es durch Drücken von B. Na, das machen wir doch. Mach es dir zur Aufgabe, zu lernen, es perfekt zu beherrschen. Schließlich willst du den alten Mann, der so viel Vertrauen in dich gesetzt hat, nicht enttäuschen. Niemals. Das Schwert diente seit jeher als das Instrument zur Bekämpfung alles Bösen. Der Träger vertraut ihm seinen Wunsch an, stärker zu werden und mit ihm und seinen Aufgaben zu wachsen. Als treue Weggefährten begleiten sie dich auf ihrer Reise. Werde stark und wachse mit deinen Aufgaben, Link. Aber hallo. So, und jetzt kann man hier noch ein Minispiel spielen. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir machen lieber die Basen kaputt. Ja, aber
Da ist eh nichts drin. Macht aber schon Spaß. Gibt's nichts. So, und jetzt helfen wir dem Mädel, ne? Indem wir uns den Kopf an der Tür anrennen. Okay. So, also, wir haben das Schwert. Und jetzt würde ich sagen, auf in den Wald. Aber vorher sprechen wir mal noch mit... Was ist das für ein Lärm? Ich würde dir raten, schnell nach Hause zu gehen. Wenn die Notwendigkeit besteht, benutze doch einen der herumliegenden Steine. Stehst du vor einem Stein, drücke A, um ihn zu tragen. Drückst du noch einmal A, wirfst du ihn. Mit Hilfe von ZR kannst du ihn ablegen. Alles klar? Jupp, alles verstanden. Man kann auch... schade, man kann auch das Schwein. Aber das machen wir, glaube ich, später. Erstmal nehmen wir uns hier den Rubin. Und dann werden wir uns auch noch gleich ein bisschen Futter kaufen. Dann ist das mit dem Schweinefangen nachher ein bisschen einfacher. Aber wie gesagt, jetzt ist halt erstmal wichtig, wir hier die Bäume kaputt zu hacken. Und dem Mädel zu helfen natürlich. Ja, ich komme später zu dir, versprochen. Hier ging es gar nicht lang. Wo kam ich nochmal zur Brücke? Ich habe alles vergessen, ne? Das ist so schlimm. So, da wohnt Oma, dann müssen wir hier hoch, ne? Dreh doch mal die Kamera. Hier müssen wir auch nicht hoch. Fürchterlich. Ach, ich weiß es. Der Weg war... Er geht doch da... Ach so, da ist der Wald. Da geht der Weg hoch, ja. Oh Gott. Schlimm, schlimm. Verzeiht mir. Ich habe es wirklich lange, lange nicht mehr gespielt. Und ja, mit 52 kriegt man auch schon ein bisschen Alzheimer. Dann ist das halt so. Geh weg, Rotzbacke, ich will nicht mit dir reden. Oder doch, dann haben wir es hinter uns. Du. Ist dir nicht schrecklich heiß in diesen Sachen? Nö, es geht so. Ist doch nur 30 Grad. Was steht da? Ausguck, ach, wer hätte es gedacht? Und Feenwald. Genau, da wollen wir hin, ne? Und ich möchte natürlich möglichst am Tage in den Feenwald, weil... okay, was stand da? Überqueren verboten. Während der Ausbesserungsarbeiten ist das Passieren der Brücke in den Wald untersagt. Ja, schön, mach das mal. Hier ist alles untersagt. Wir mähen ein bisschen Rasen, wir brauchen Geld, ne? Das hat sich jetzt mal unheimlich gelohnt. Zur Feenquelle Ruine. Zur Feenquellenruine. Das Glück des Wohlstands sei mit dir. Okay, ich weiß, was es damit auf sich hat, aber ich will jetzt hier nicht spoilern. Deswegen weiter geht's. Link, fall nicht runter. Hopp, lauf. Lass los. So, geh da rein. Okay. Da hängt sie. Wir nehmen mal vorsichtig das Schwert in die Hand, ne? Das ist ja fast wie in Mindtest. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Hier ist aber nichts. Also gehen wir mal getrunken. Oh oh. Hey, Spacko. Keine Chance, Junge. Danke für die Kohle. Irgendwo war hier noch da. Ich glaube, man konnte hier rein. Ja. Mit. So. Ha, wer sagt's denn? So, damit hätten wir schon 150 Rubine. Das ist ja gar nicht so schlecht. Aber, oh Mann, Link, steckt das Schwert weg. Na also, dreh dich da mal um und dann, oh, hopp.
Okay, hier ist die Feenquelle. Glaube ich. Wisst ihr was? Die gucken wir uns später an. Wir gehen direkt hier hoch. Manchmal nervt es mich, dass die Kamera sich immer so hinstellt, dass ich nicht vernünftig gucken kann. Da ist sie. Oh oh. Und da kommt Ärger. Direkt vor meiner Nase? Was wollt ihr denn? Oh, habe ich beide? Ich wollte gerade sagen, habe ich beide auf einmal kalt gemacht? Das wäre ein Hammer. Ja, das hätte ich auch gesagt. Oh oh, das geht nicht gut. Rabauts. Aua! Ja. Was hast du denn da für Klamotten an? Wie auch immer, wo bin ich hier? Ach ja, ich wurde ja von diesem riesigen Vogel. Captain! Captain Tetra! Mein Gott, sieht so spackig aus. Dem Klabautermann sei da. Ihr seid unverletzt. Als ich euch in den Wald hoch oben auf dem Berg stürzen sah, dachte ich schon, es wäre um euch geschehen. Wald? Hoch oben auf dem Berg? Dieser verdammte Vogel hat mich also in den Wald oben auf dem Berg fallen lassen? Das ist ja wohl die Höhe. Los, steh hier nicht so untätig rum, Gonzo. Gehen wir. Mit diesem Vogel habe ich nämlich noch ein Hühnchen zu rupfen. Captain, was ist mit dem Jungen? Was soll mit ihm schon sein? Kümmere dich nicht um ihn und komm gefälligst mit. Okay. Gern geschehen, ich hab gerne geholfen, keine Ursache. Hey! Link! Entschuldigung. Oh, Ariel. Ariel meine ich. Oh Gott, das war der falsche. Das war das falsche Spiel. Oh oh. Der komische Maskenvogel kommt schon wieder. Und schnappt sich Links Schwester. Link! Das war jetzt ganz viel, ne? Link, was machst du da? Hey, Idiot! Vollidiot! Zappel gefälligst nicht so rum! Oh, oh. Wir haben noch ein Problem. Was? Du wirst an Bord unseres Schiffes? Ja, hast du eine andere Idee? Jupp. Sag mal, hast du nicht irgendwie mitbekommen, wer wir sind? Wir sind Piraten, Kleiner. Glaubst du etwa, wir nehmen so einen nichtnutzigen Knirps für dich mit? Hey, ich hab ein Schwert. Ich verstehe, dass du deine verschleppte Schwester unbedingt retten willst, aber wir sind weder eine Kreuz noch die Wohlfahrt. Wir haben nichts mit deinem Problem zu tun. Was du nicht sagst. Wer bist du denn? Hey, geht's noch mit dir? Was quatscht du uns von der Seite dazwischen, du komischer Vogel? Nicht gleich aufregen. Ich wollte nur sagen, wenn du hier nicht aufgekreuzt wärst, hätte man dieses Mädchen auch nicht verschleppt. Willst du damit irgendetwas andeuten? Ja, das will ich. Wie er die Hand hebt. Meine Arbeit als Postbote bringt es mit sich, dass ich viel herumkomme und viele verschiedene Inseln besuche. Ist euch vielleicht zu Ohren gekommen, dass seit einiger Zeit auf diversen Inseln junge Mädchen entführt werden? Und nicht nur das, es handelt sich dabei ausschließlich um Mädchen mit langen, spitzen Ohren, wie du. Evel hatte auch lange, spitze Ohren? Stimmt. Und das hier gerade eben versteppte Mädchen hatte auch lange, spitze Ohren, nicht wahr? Sag ich doch. Was ich sagen will, dieser Vogel hat sich offensichtlich mit dir verwechselt und ist... und somit irrtümlich verschleppt. Außerdem war es Link hier, der dich vor den Monstern im Wald gerettet hat. Stimmt das? Ja, und noch etwas. Dieser riesige Vogel scheint sein Nest
wenn man so will, in der verwunschenen Bastion zu haben, die nördlich von hier liegt. Aha. Die verwunschene Bastion? Du meinst diese Insel, die... Was gedenkst du also zu tun? Wenn ihr doch ohnehin schon dabei seid, wäre es da nicht die schlauste Idee, den Jungen gleich mitzunehmen? Ha, die Rede hättest du dir sparen können. Den hätten, das, denn das hatte ich sowieso vor. Okay. Über die verwünschte Version hört man ja in letzter Zeit nur die haarsträubendsten Geschichten. Sag bloß, du hast allen Ernstes vor, mit dieser Ausrede von einem Schwert dahin zu gehen. Ey, das ist das Heronenschwert, ja? Ich meine, selbst auf dieser verschlafenen Insel muss es doch wenigstens noch so etwas wie ein Schild geben, oder? Oh ja. Schließlich wirst du vor eventuellen Gegnern ja nicht dumm dastehen. Sobald du etwas Brauchbares aufgetrieben hast, lasse ich dich an Bord. Kein Problem. Und nur damit du Bescheid weißt, sind wir erstmal an Bord gekommen. An Bord kommen wir so schnell nicht mehr hier vorbei. Verabschiede dich also von deinen Lieben, damit sie dich nicht gleich vermissen. Kein Problem, kriegen wir hin. Postbote? Link, die Sache ist wirklich furchtbar. Ich kann zwar diesen schweren Weg nicht für dich beschreiten, aber wenn es Probleme gibt, besuche mich auf meiner Insel. Ich werde dir natürlich hier helfen, wenn ich wüsste, wie es ist. Ja, nichtsdestotrotz, wir brauchen ein Schild. Ich würde sagen, die Quest mit den Schweinen mache ich dir noch. Ja, ich meine, wir haben jetzt mehr oder weniger unendlich Zeit. Tetra wartet, bis wir mit dem Schild angeschleppt kommen. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal zwei Dinge. Und zwar, wir gehen erstmal einkaufen. Shoppen ist immer gut. Yep. Herkommen. Ich möchte zum Terry-Händler, danke. Oh, verehrter Kunde, bei einem Terry-Händler finden Sie alles, wonach Ihnen der Sinn steht. Oder haben Sie etwas, was Sie loswerden wollen? Wenn ja, zeigen Sie es mir einfach. Ich kaufe es Ihnen ab. Im Moment haben wir direkt gar nichts. Möchten Sie vielleicht etwas kaufen? Bewegen Sie linker Analogstick. Ja. Ich habe auch nichts zu erzählen, jedoch eine Menge zu verkaufen. Okay, ja, ist ja schön. Wir nehmen auf jeden Fall die Futtertasche. Eine Tasche für Futter, sehr praktisch. Allerdings die letzte, die ich habe. Ja, deswegen will ich sie haben. Wenn Sie die Tasche nicht haben, können Sie kein Futter kaufen. Ja, 20 Rubine. Ja, das ist doch her damit. So, du hast die Futtertasche erhalten. Eine praktische Tasche, in der du Tierfutter verstauen kannst. Maximal passen 8 Futter-Items hinein. Wenn du ihren Inhalt ansehen möchtest, wähle sie an und drücke Y, X oder R. Danke, Sie sind mein Lieblingskunde. Ich werde Sie nie vergessen. Ich fertige eine Kundenkarte für Sie an. Wenn Sie viel einkaufen, bekommen Sie Punkte gutgeschrieben. Und für die gibt es irgendwann mal einen tollen Bonus. Ja. In meinem Laden ist der Kunde König. Woanders bekommen Sie so einen Service nicht geboten. Doch, Amazon, keine Ahnung. Damit haben Sie jetzt einen Punkt gesammelt. Sammeln Sie 30 Punkte und werden Sie VIP-Kunde. Okay, was hast du denn noch Schönes? Universalfutter, das wollte ich unbedingt haben. Ja, her damit. So, und das machen wir gleich nochmal. Und ja. Ja. 2 Punkte gesammelt. Okay, ja, ich kenne den Spruch. Ich brauche noch mehr Futter. So, ich denke mal, viel mehr können wir uns gerade auch nicht leisten. Ich hätte aber gerne noch die wenigstens eine Putt-Putt-Frucht. 10 Rubine, ja, dann sind wir auch schon fast blank. Du hast die Putt-Putt-Frucht erhalten. Mit diesem Futter kannst du Möwen kontrollieren. Sehr praktisch übrigens. Ja, das kennen wir. Kontrollierst du eine Möwe, kannst du durch Drücken von A schneller fliegen lassen und durch Drücken von ZR die Kontrolle abbrechen. Ja, ich weiß. Ja. Und genau. Nein, eigentlich nicht. Tschüss.
So, jetzt raus hier. Hopp. Dankeschön. Ja, bleibt mir da schön stehen. Ich habe noch was zu tun. Ich muss kurz was erledigen. Warum halte ich das Schwert in der Hand? Steck das mal weg. Dann kriegen die Jungs ja Angst. Rotzwackel, geh weg. Ich kriege dich. Oh. Ach, ja, geht schon los. So, wir haben aber Futter. Oh! Dankeschön, Futter umsonst verbraucht. Aber ist egal, ich hoffe, wir schaffen das. So. Ja, da. So, Arme in den Stall geschmissen. Ne, wir holen nachher alle Belohnungen auf einmal ab, würde ich sagen. So, wo war das Schwein? Das zweite Schwein, das war hier doch eben. Am besten ist krabbeln. Mist. Mann, diese Viecher sind echt ein bisschen nervig. Bleib doch stehen, ich tue dir fast gar nichts. Ja, hab es. Dein. So, eins noch, dann haben wir es. Ja, was machst du da, Link? Wo ist es hin? War das nicht hier eben noch? Shit, ich weiß nicht, wo das dritte Schwein ist. Aber es war hier. Nein, geh weg. Nein, du geh auch weg. Ich will erst das Schwein haben. Wo kann das hin sein? Das gibt's doch gar nicht. Und die warten alle ganz friedlich, bis ich mein Schwein endlich mal eingetrieben habe. Was irgendwie sich gerade im Wohlgefallen aufgelöst hat. Aber ich möchte das halt unbedingt noch machen, bevor wir an Bord gehen. Weil ich jetzt eher offen gestanden nicht mehr weiß, ob das später auch noch möglich ist. Und ja, okay, hier ist es ganz offensichtlich nicht. Er ist schon wieder am Wühlen, am Suchen. Mit Schwert in der Hand geht das nicht. So. Komm her, ich helfe dir mal beim Rasenmähen. Gesehen, so macht man das. Da ist der Schwein, ich sehe es. Und, was sagst du? Link, was war das vorhin für ein Lärm? Was ist passiert? Zum Rasen sagst du nichts? Ein wirklich prachtvolles Schwert. Ich wäre dir natürlich sehr dankbar, wenn du damit das Unkraut auf meinen Rasen mähen könntest. Habe ich gerade gemacht. Jetzt brauchen wir Geduld und Spucke. Ja, Attacke. Da lang. Und nicht die Brücke runterfallen. Bei meinem Talent passiert das für mich. Was sage ich? So, komm, Link, lauf, 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 lauf. Weil irgendwann wird das Schwein unruhig und dann kriegen wir ein bisschen Probleme. Aber noch verhält es sich friedlich. Okay, ich sollte mich beeilen. Ja. Tschüssikowski. So.
Nein, wie nett. Du hast dir also extra Mühe gemacht, mir diese süßen Ferkel zu bringen? Na klar. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich muss gestehen, dass ich sowieso Schweine im Sinn... Ich hatte sowieso Schweine im Sinn, als ich dieses Gehege gebaut habe. Die Kinder werden völlig begeistert sein. Streck deine Hand aus, Link. Ein kleines Dankeschön für dich. Ich hoffe, du freust dich. Einen roten Rubin. Er ist so viel wert wie 20 grüne Rubine. Was für ein Glücksfall. Das ist der Dank dafür, dass du uns so süße neue Familienmitglieder gebracht hast. Nochmal ein 20er. Das sind schon 40. Und mein Geburtstag. Und nochmal 20. Ja, super. Jetzt muss ich aber schnell ein paar Namen für diese süßen Kleinen ausdenken. Aber sag mal, Link, ist etwas vorgefallen? Du siehst so aufgebracht aus. Hast du es nicht mitgekriegt? Okay. So, wir brauchen das Schild. Ja, guck mich nicht so an. Ich weiß, was los ist. Oh, die halbe Stunde ist schon fast voll. Naja, okay. Da steht Oma und sieht gar nicht glücklich aus. Ich traue mich gar nicht, ihr zu sagen, was passiert ist. Link, was ist los? Bitte sag es deiner Großmutter. Wo ist Abel? Sie spielt doch noch draußen, oder? Nein, nicht wirklich. Du verheimlichst deiner Großmutter auch nichts, oder? Nein, natürlich nicht. Oma, guck mal kurz weg. Oh oh, das Schild ist weg. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, lass einfach los. Link? Du suchst dies hier, nicht wahr? Oma, die sieht so traurig aus. Nimm ihn. Du hast ein Heroenschild erhalten. Man sagt, der legendäre Held soll ihn verwendet haben. Gemeint ist immer der Held der Zeit, also Ocarina of Time, der Link. Drücke ZR, um ihn vor dir zu halten. Du kannst dich mit erhobenem Schild bewegen, indem du da ein Ziel erfasst. Ja, Link, du kannst aufhören. Dann ist es also wahr. Errol wurde verschleppt. Oh, arme Oma. Warum tun sie meiner Kleinen so etwas an? Warum tut ein Mensch überhaupt sowas? Na gut, es war ein Vogel. Ja. Okay, Oma. Ich bring Errol wieder, versprochen. Da geht's raus. Ja, ich würde sagen, wir schließen uns die Piraten an und gucken, was passiert. Und zwar machen wir das ganz genau. Ihr ahnt es schon, jetzt kommt der Cliffhanger. Das machen wir dann in der nächsten Folge. So, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen, schickt mir Kommentare, abonniert mich, was auch immer. Ich wünsche euch was. Bis nächste Woche. Tschüss.